Hallo und herzlich willkommen im Sportsmann auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA Pro. Ja, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Doppelsieg in der letzten Folge versuche ich heute natürlich das fortzusetzen, damit dass wir unseren ersten Platz in der Division und in der Tabelle, so würde ich darum sagen, da halten. Wir haben gegen die Edmonton Oilers die Tore auf unserer Seite und die Oilers haben einen Angriff und die Verteidigung auf ihrer Seite. Ich spiele wieder gegen meinen Mentor, gegen einen Mark. Mal schauen wir mal, wie das hier in der Season laufen wird. Ist glaube ich jetzt eh das erste Spiel gegen Edmonton. Das letzte Spiel haben wir in der Vorseason gehabt. So, ich müsste mal das aufladen. Letztes Spiel habe ich ja 4 Tore insgesamt geschossen. Also ich brauche gerade nur ein Tor schießen, glaube ich, dass ich den ersten Teil erfüllt habe. Mal schauen, ob wir diesen Dienstspiel hinkriegen. Irgendwas passiert. Seattle macht ein Tor und somit gehen wir mit 1 zu 0 in die Drittelpause. Hervorragend. Schauen wir, ob im zweiten Drittel ein Tor für mich drin ist. Jetzt hätte ich ein bisschen einen frischen Look mir geeignet. Den baut ein bisschen getrimmt. Und somit schieße ich das 20. Tor in dieser Season und das 2 zu 0 für Seattle. Jetzt sind wir gleich die 300 Punkte ab. Thank you.
müssen ja beweisen, dass das in der letzten Season kein Glücksfall war, sondern dass das Können war, dass man als Newcomer den Stanley Cup gewonnen. Schade, schade, da wollte zu viel. Mal wieder Star-Allüren. Jetzt hat. Na. Dann möchte ich kann da den Filio greifen. 4 Minuten nur. Dann haben wir 3:31 noch. Hier auf die Bank. Dann schauen wir, dass wir gleich dann im zweiten Drittel noch ein Tor da schießen. Oder zumindest noch einen Assist kriegen. Wäre auch gut. Schon. Jawohl! Zweites Tor in diesem Spiel. 21 Tore in der Season und ich kratze schon wieder am Hattrick.
11:52 nur. Schwierig, schwierig, schwierig. Auf die Bank, das ist schon mal einer. Ich weiß nicht, ob das schon gesehen, dass ich aussehen muss, aber ich meine, ich will jetzt nur schauen, dass ich was aussehe für die Mannschaft. Mit 4-1 gewinnen wir, das passt gut. Das auswärts auch noch. So. Hunderte greifen auch. Eins da mit einem Tor, kein Assist. Ich bin da Nummer 2 mit 2 Toren. Goli ist der Star Nummer 1, also haben wir 3 Stars, wir haben 3 Tore, 0 Assists. Wir müssen Erster in der Liga bleiben, Erster in der Division und ich glaube, wir bleiben bei Erster aus Topstoker. Ein paar Trainingspunkte waren nicht schlecht, ein paar und der Fähigkeitspunkt war nicht schlecht. Let's go around the horn and see what happened elsewhere around the NHL tonight. The Kraken played on the road against the Oilers. Seattle played pad the stats night, winning easily. Let's take a look at the rest of the schedule in the NHL. The Blue Jackets were hoping to take a bite out of the Maple Leafs. Columbus tops the opposition in a fun one. The Flames took on the Ducks. Calgary played a tight one, and they were able to pull it out in the end. Hey, we gotta pay a couple of bills here, but we got a lot more action we gotta get to. Stay with us. So, let's put them out. Gewinne den zweiten Stanley Cup, gewinne 2 weitere Stanley Cups, also müssen wir 4 gewinnen. Da sind wir oft auch schon dabei. Fünf Tore haben wir schon erzielt. Die sind schon mal weg. Sammle 20 Punkte, da haben wir schon mal 7. Und 20 Punkte. Mal aufschreiben. 7 von 20. Okay. Passt. Warte mal schnell reinschauen. 22 zu 18 und 22 zu 19 passt auch gut. Und da haben wir 24 Punkte jetzt.
Passt. All right, let's get all you poolies and all you hockey fans caught up on all the action out on the ice tonight. The Blues were on the road to take on the Wild. St. Louis tightens it up when they needed to most late, and they get the win. The Bruins took to the ice to battle the Penguins. Boston plays the role of destroyer in the win. The Predators were looking to steal 2 points against the Blackhawks. Nashville takes this one with a strong effort at both ends of the ice. Lots more puck talk coming your way, and we'll get to it next. So. Ich glaube, das war die gute Lösung. Dann haben wir Verteidigung und Tore auf unserer Seite. Und die Kojoten haben nicht nur ihre Fans in ihren Rücken, sondern auch den Angriff auf ihrer Seite. Da haben wir eine kleine Aufgabe für uns mit nun 9 Assists. Und immerhin 13 Punkte müssen wir noch machen. Gut, wie gewandt es geht. Ganz links außen stehe jetzt, okay. Auf zur Bank. Dann mal gleich schauen, dass wir einen frischen Mann reinkriegen. 9,27 kriegen wir schon wieder aufs Eis. Passt gut. So. Dann schießen wir gleich das 1:0. Und das 22. Tor in meiner Season.
Ob das war jetzt ein kurzer Assist gewesen, wenn da ein bisschen schneller gewesen war. War zu 0. Passt gut. Pass, viel Pass. Wie nicht aus. So, Konzentration, jetzt letztes Drittel. Sehr klar, weil es nach oben geht, ist. Strafe, verdammt. Nix. Voller Angriff. Kim Joe, HP, das schaffst du. In dem Spiel, glaube ich, bleibt mir gerade das eine Tor. Aber wir gewinnen 4 zu 1, das passt auch.
Ein Star mit 2 Assists. Dann der Goalie ist der Star Nummer 2. Haben wir Star Nummer 1 mit 1 Tor, 1 Assist, das heißt wir haben 3 Stars, wir haben 1 Tor, wir haben 3 Assists, wir bleiben Erster mit 24 Punkten, gehen wir davor aus. Wir haben 22 Tore, 3 Assists, 1 Kampf. So, die spielt jetzt nicht so gelaufen, wie ich das gern gehabt hätte. Aber mein Gott. Es gibt Schlimmeres, und zwar eine Niederlage, würde ich sagen. National Hockey League. Let's see what happened elsewhere on the ice. The Kraken played a game against the Coyotes. Seattle pile drive their opponents with a huge offensive night. Hey, with this one all said and done, let's get you caught up on some of the other final matchups in the league tonight. The Canadians took to the road to match up with the Capitals. Washington taps into another gear and pick up the 2 points in the win. The Predators were on the road up against the Kings. Los Angeles put the nail in the coffin to pick up the overtime win. Hey, we gotta take a quick pause for the cause, but we got a lot more on the other side. Don't even think about leaving us. Dann skippen wir uns durch nach Dallas. Was there any volatility in the standings across the NHL tonight? Well, let's take a look at some of the final scores to find out. The Canes were hoping to come up with 2 points on the road against the Devils. Carolina, too much to handle on this night, oder? Especially between the pipes where they get a shutout performance in goal. The Hawks were hoping their offense would show up in a big way against the Avalanche. Colorado put up a strong fight and they do enough to get the win. The Oilers were looking to grab points on the road against the Bruins. Edmonton tosses up a shutout performance with a defensive gem in front of their goaltender. We'll check the inbox, we'll check the text line, and hear what you have to say next. Man nicht die Dinge, das bleibt man nicht, das bleibt man nicht, das ist auch auf kurze Zeit. Kleines Fitnessstudio, mittleres Fitnessstudio, das brauche ich. 400.000 Personal. Personal bleibt man nicht. Schau ich gerade da schnell durch, ob man da was 90 macht. Da müssen wir noch viel einarbeiten. So, jetzt schauen wir mal in die Starzentrale nur zum Schluss rein. Wir haben 25 Punkte aus Topstoga. Der nächste kann uns nicht gefährlich werden, weil er zu weit hinten ist. Und 24-21 in der Division. In der ganzen Liga ist das gleiche, aber passt gut. Passt gut bei den Sportsfreunden. Nun gut, das war's für diesen Spieltag. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der
NHL mit dem HP weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.